Und da spielt die wunderbare Musik wieder im Jahre 1947. Herzlich willkommen zurück zu Skyhaven. Tja, und diejenigen von euch, die die letzten Episoden gesehen haben, die wissen, dass ich mich hier verbaut habe. Es ist einfach so, wir kommen seit 4, 5 Folgen einfach nicht vorwärts und machen quasi plus minus null. Wobei die letzte Folge schon eher in den Bereich Minus ging. Liegt einfach daran, dass wir hier noch Graspisten haben und dass die neuen Flugzeuge, beziehungsweise die Anforderungen, die die Flugzeuge mit sich bringen, ja, einfach höher sind als eine Graspiste. Und wir mussten ganz, ganz viele Flüge ablehnen, die alle irgendwie um die 5.000, 6.000 Dollar eingebracht hätten. Ja, und das ist die, die uns fehlen zum Schluss. Und es gibt jetzt genau eine Möglichkeit, um das Spiel noch zu retten. Wir werden einen weiteren Kredit aufnehmen. Na, wir haben ja bereits ein Gesamtkreditbetrag von 82.400. Wir müssen noch 69.000 zurückbezahlen. Das ist alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber es hilft leider nichts. Wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden einen Kredit aufnehmen. Ja, ungefähr in der Höhe hier. Dann sind wir bei 6.000 Tagesrate annehmen. Davon werden wir erstmal den jetzt hier zurückzahlen, weil dann haben wir schon mal 4.000 weniger, die wir pro Tag nehmen müssen. Dann haben wir jetzt insgesamt 11.117 Tagesrate, die wir an Krediten raushauen müssen. Da habe ich gut gerechnet, stand auch da unten. Und ja, jetzt wollen wir keine Zeit verlieren, denn es führt kein Weg dran vorbei. Ich zeige euch das einmal ganz kurz. Wenn ich dieses Ding hier, das Geschoss, upgrade, dann müssen wir das insgesamt auch so planen, dass es hier mit einer größeren Start- und Landebahn verbunden wird und dann hier auch landet. Deswegen, es führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen es jetzt umbauen. Ich muss hier alles einmal verschieben und abreißen. Und deswegen schieben wir das jetzt auch alles erstmal hier hinten in die Ecke, ohne zu gucken, wie es denn da steht und ob das da sinnvoll steht in der Richtung. Ist mir vollkommen gleich. Hauptsache, ihr kommt jetzt erstmal da weg und dann machen wir jetzt ein komplett neues Layout. Also, wenn ich das Spiel nochmal spiele, ich spiele es ja zum ersten Mal immer noch. Dann plane ich da gleich mehr Platz ein beim nächsten Mal. Aber es konnte ja keiner ahnen. Es konnte ja keiner ahnen, als würde ich zum ersten Mal einen Flughafen bauen und wüsste nicht, dass mehr Platz gebraucht wird, wenn dann auch größere Start- und Landebahnen dazu kommen. Tja, aber zumindest seht ihr so, dass man den Fehler vielleicht nicht machen sollte. Ja, und dann bauen wir halt einfach alles einmal um. Ist ja auch nicht schlimm. Ist dann das dritte Layout, was wir hier anfangen. Ja, und vielleicht schaffen wir es dadurch auch ein bisschen Kosten einzusparen. Weil das ist nämlich der nächste große Punkt, diese laufenden Kosten, die wir hier derzeit produzieren, die übersteigen so ein bisschen das, was wir derzeit tragen können. So. Dann schnappen wir uns den Bulldozer. Ja, das hier kann auch alles weg, weil wir das verschieben müssen. Genauso wie das hier auch letztendlich alles abgerissen werden kann. Es blutet mir mein Herz, weil das natürlich mit wahnsinnigen Kosten verbunden ist. So, das können wir auch ausmachen. Das können wir ausmachen. Das können wir ausmachen. So, können wir das denn hier überhaupt upgraden? Ne, das können wir nicht upgraden. Das können wir nur wegmachen. Zack, hinfort mit dir. Weil es bringt uns natürlich auch keine Graspistenabfahrt etwas. Ja, und so ein bisschen passt die Musik ja auch dazu, zu diesem Abrissvorhaben, was wir gerade machen. Ja, muss man immer ein bisschen aufpassen, nicht, dass hier auf einmal einer von unseren Stands weg ist.
Geht nämlich schneller, als man denkt. Wenn man hier einmal Fall... Oh, siehst du, da war es fast soweit. Auf den Knopf gekommen ist. So. Dann machen wir die alle aus. Ja, könnte fast die Musik von so einem Schummfilm sein, ne? Aber wir sind fast 1947 angekommen. Ich wünsche mir demnächst andere Musik. Bitte, ich wünsche mir wirklich demnächst andere Musik. So gern ich das höre, aber irgendwann ist auch genug mit dieser Musik, weil ich mir langsam wirklich ein bisschen veralbert vorkomme. So, okay, also, alle haben wir ausgemacht. Dann verschieben wir die jetzt alle noch. Maus, kein Faden, ihr wisst, wie es ist. So, next, verschieben. Will er nicht. Ich wollte doch sagen, ihr könnt doch auch euch da verbinden. So, kommt dahin. Und auch das nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch. Aber muss sein. Es muss sein. So zufrieden ich ja mit meinem Layout gewesen bin, es hat uns zum Schluss kein Reichtum gebracht. So, und es ist auch vollkommen egal, wo wir die jetzt hinpacken. Wir werden sie nachher dann eh wieder so sortieren, dass es passt. Ich hoffe, dass dann die Asphaltpiste nicht noch mehr Platz in Anspruch nimmt, weil wir die ja jetzt hier schon für heavy auslegen. So, und das letzte von den Dingern. So, kommt damit hin. So, also haben wir da oben aufgeräumt. Haben wir da oben aufgeräumt. Spitze. Dann kommt das jetzt noch weg. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier draus machen. Vielleicht reicht ja dann wieder eine Start- und Landepiste. I don't know. Ich weiß nur, dass wenn wir das jetzt upgraden, dass es hier dann schon relativ knapp wird. Also müssten wir schon so machen. Und dann müssten wir das hier natürlich auch nehmen. Ah, warte. Wir wollten es ja noch upgraden. Also der Hase, der passt zumindest hier vorne noch hin. Das ist schon mal ganz gut. So. Also, jetzt haben wir die beiden Dinger hier und haben den Platz, so gut es geht, ausgenutzt. Das, was ich jetzt machen muss, ist Folgendes. Natürlich, wir müssen hier wieder Abfahrten hinbauen. Machen wir auch. Da kommt eine hin. Ah, die sind auch schon wieder so teuer, die Dinger. So, 48.000 nur noch auf dem Konto. Ja, und in die Mitte davon werden wir jetzt das bauen, was hier alles links irgendwo liegt. Also, nehmen wir mal die Teerrollbahn. Kommt mal dahin. So, dann sind die schon mal miteinander verbunden. Das hört sich doch auch ganz gut an. Dann kommt das Ding dahin, das kommt dahin.
und wir haben schon mal wieder viel, viel Geld ausgegeben. Wahnsinn. Wahnsinn. Es ist gar nicht zu glauben. Ja, aber so fangen wir an. Jetzt gucken wir mal hier rein. Da haben wir die 01. Die nehmen wir natürlich ganz gerne wieder. Und packen die einfach mal hier vorne hin. 01. Bam. Dann haben wir hier die 02, wenn mich nicht alles täuscht. Und jetzt gucken wir mal, wie viele wir davon hier in Rang kriegen. Oder, also ich probiere das jetzt mal aus, ganz kurz. Bin ja da auch gerne bereit zu lernen und zu gucken. Wenn wir da noch einen vierten dazwischen kriegen, ist das in Ordnung. Und wenn nicht, dann können wir überlegen, doch, passen vier nebeneinander. Ich hatte gerade überlegt, ob wir die hier einfach so mit hinbauen, also in diese Richtung. Aber das würde wahrscheinlich nicht passen. Ich mache es mal, nur um zu gucken, wie sich das denn hier gestalten würde. Da würden wir einen hier hinkriegen und einen da hinkriegen. Ja, müssen wir natürlich gleich wieder anpassen. So, einen hier, einen da. Und in der Mitte hätten wir die goldene Rollpiste. Dann könnten wir hier bestimmt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 in die Mitte packen, würde ich mal sagen. Jetzt ist es auch ein bisschen schräg geworden, aber hier kriegen wir das ja auch hin. Das heißt, hier haben wir 4, 8, 12, ja. Ich glaube, zum Schluss nimmt sich das nichts. Zum Schluss nimmt es sich nichts. Das ist nur die Frage mit, nö, es nimmt sich allgemein, glaube ich, nichts. So, der Rollbahn. So, jetzt haben wir das Ding da angeschlossen. Dann können wir nämlich das hier nehmen. Falscher Ort. Warum ist das jetzt der falsche Ort? Kann ja nicht der falsche Ort sein. Was ist denn jetzt dein Problem? Ich will ja nicht sagen, dass ich jetzt maximal verwirrt bin, aber das ist jetzt die 05. Da haben wir die 4. Warum genau will er da jetzt nicht dran passen? Ah, da würde er passen. Oder muss das so? Es ergibt nicht so richtig viel Sinn, was hier gerade passiert. Oder liegt das jetzt daran, dass es ein bisschen schräg ist? Warte, hier konnte man irgendwie. Also so nimmt dann. Ich glaube, im Endeffekt ist es auch egal. Im Endeffekt ist es auch egal. Wir können die auch so dahin machen. Dann fahren die halt hier rein und dann darauf. Also, weil wir brauchen hier eh die. Ich frage mich gerade, was er hier für Problemchen hat. Liegt das jetzt daran, dass es schräg ist? So ein bisschen schräg, kann das sein, dass es daran liegt? Okay, jetzt hat er es gemacht. Also, das war jetzt die 6 da vorne. 6, dann kommt jetzt die 7. Hat er genommen. Und ja, es ist natürlich ein bisschen schräg. Bin ich mal gespannt, ob das zum Schluss da noch so hinhaut, wie ich das brauche. Oder ob ich dann nochmal anfangen muss.
Mann, du, das ist doch hier schon wieder. So, da haben wir die 8. Ja, ich glaube, der passt da jetzt wieder nicht, also tatsächlich nicht mehr rein. Nicht zu fassen. So, was ist denn jetzt mit dir? Jetzt geh da rein, Junge. Da. Jetzt hat er sich automatisch ausgerichtet, aber ich befürchte, dass das hier gleich eng wird. So, jetzt müssten wir eigentlich die 9 nehmen als nächstes. Das dürfte die hier sein. Ne, da, so macht das und so nicht mit. Ne, da muss er hin. Ja, das liegt jetzt daran, dass das hier nicht ganz symmetrisch ist. Also das Ding hätte man einen Ticken weiter noch in die Richtung schieben müssen. Dann wäre es gut gewesen. Ist der Winkel jetzt hier zu spitz? Das ist doch nicht zu fassen. Also, sorry dafür, aber die Slapstick-Musik, die passt hier auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ah ja, da würde auch hinpassen. Ja, ist ja witzig. Es ist nicht zu fassen hier. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich mache jetzt mal Schluss an der Stelle und probiere das mal ohne euch weiter aus. Denn ja, bei meinen kläglichen Versuchen hier müsst ihr mir ja nicht zuschauen. Ich denke, ich werde das nochmal verschieben müssen und ja, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, wenn ihr wollt, mit dem neuen Layout vom Flughafen und dann wird zum Schluss alles gut. Ich bin überzeugt, ja, wenn nicht, dann müssen wir halt nochmal anfangen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, gerne auch eure Kommentare, wo habe ich hier einen Fehler gemacht, ne? Man weiß es ja immer nicht. Und ja, dann sehen wir uns, wie gesagt, beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.